aus, aus. Entschuldigung, es ist einfach zu hoch. Letztes Jahr ging's noch. Ja, kannst du denn das nicht ein bisschen tiefer spielen? Mozart hat dieses Laudat in F komponiert, Frau Bebel. Und dies aus gutem Grund. Und? Und ich denke auch nicht daran, den Meister in seiner Genialität herumzupfuschen. Und schon gar nicht im Mozart-Jahr. Aber wenn Sie es nicht schaffen, dann kommt Sandra. Aber die Frau Bebel... Moment, 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 Moment. Es war ausgemacht, dass dieses Jahr die Sandra das singt, ja? Was? Ausgemacht? Mit wem denn? Ich weiß von nichts. Vielleicht machen wir erstmal eine kleine Pause, ja? Ja, wieso? Also gut, nochmal von vorne, Frau Bebel. Danke. Herr Stutz, die Probe ist noch nicht beendet. Für Sie vielleicht nicht, aber für mich hält man ja im Kopf nicht aus. Na und? Was machen wir dann jetzt? Fröhliche Weihnachten. Sie mich auch. Was ist Ihnen denn in die Leber gelaufen? Der Weihnachtsmann oder was? Moment, keine Selbstbedienung. Doch bin ich hier der Chef, ja? Jetzt dröseln Sie sich nicht auch noch auf. Diese Frau Bebel. Jemand sollte den Hals umdrehen. Hätten Sie nicht Lust? Ich wäre bereit, Ihnen 20 Jahre lang umsonst die Haare zu schneiden. Ach, Sie umsonst? Ach, die göttliche Stimme. Sollte dieses Jahr nicht die kleine Sandra singen? Das war auch so geplant. Aber keiner traut sich der Frau Bebel, die veränderte Sachlage klarzumachen. Keiner. Alles Feiglinge. Und Sie? Was ist mit Ihnen? Warum stecken Sie ihr das nicht? Oder haben Sie etwa Angst? Klar habe ich Angst. Wenn die Damen von ihrem Frauenverein mobil macht, dann kann ich aus meinem Friseursalon einen Hundesalon machen. Nein, nein, da muss der Kämpfer dran. Ist wichtig sein Chor und seine Gemeinde und seine Mitternachtsmesse. Da ist die Probe geplatzt. So schlimm? Eine Katastrophe. Dann sag ich's ihr. Bist du verrückt? Bei deinem Feingefühl. Die Frau hat schließlich über 40 Jahre lang das Solo in der Mitternachtsmesse gesungen. Eben. Frag mich mal, warum ich aus der Kirche ausgetreten bin. Du, darüber macht man keine Witze. Kranz hängt schief. Ja, hier hängt einiges schief. Und da sich niemand traut, muss ich halt die alte Dame etwas zurechtbiegen. Ach, unsere liebe Frau Bebel, gerade reden wir von Ihnen. Kann ich einen Tee mit Zitrone haben? Tee mit Zitrone, Liebling, setzen Sie sich, Frau Bebel. Tee mit Zitrone ist genau das Richtige. Strapazierte Stimmbänder. Ach, hören Sie doch auf. Soll das heißen, dass Sie dieses Jahr nicht mehr singen? Wer hat denn das gesagt? Also, gesagt hat es niemand. Ich frage mich nur, weil Sie so mitgenommen aussehen. Na ja, das ist doch kein Wunder, wo wir jeden Tag Probe haben und so hoch. E-Dur, F-Dur, wo ist denn da der Unterschied? So, Frau Bebel, hier ist der Tee. Danke dir. Vielleicht ist das ja die letzte Mitternachtsmesse, bevor ich in Rente gehe. Na, wir wollten halt mal was anderes singen im Mozart-Jahr. Mozart? Wer opfert sich denn Tag und Nacht für die Gemeinde auf? Wer putzt dann die Kirche? Wer schmückt den Altar? Mozart? Nein, nein, Sie. Eben. Und wenn ich 364 Tage im Jahr die Putzfrau spiele, dann werde ich doch am 365. die Mitternachtsmesse singen können im Mozart-Jahr. Der hast du es aber gegeben. Bin ich Mozart? Herr Kempfert! Herr Kempfert! Ja? Ich meine, nein. Ich treffe doch drin. Gott sei Dank. Jetzt muss ein Machtwort sprechen. Warum? Wegen Frau Bebel? Wir stehen vor einer einzigen Katastrophe. Ah ja? Also ich finde, sie singt selbst. Ich meine, ihre Weihnachtsplätzchen sind natürlich noch besser. Und würden doch Mozart gut schmecken. Können Sie nicht mit ihr reden, Herr Hähnlein? Ich? Na, ausgeschlossen. Schauen Sie. Erstens einmal, die Kleider für meine Freunde zweigt sie von der Altkleidersammlung ab. Die Mahlzeiten schmuggelt sie vom Tisch des Herrn, abgesehen von diesen Zimtsternen und so weiter. Und den Kokos. Da müssen Sie sich einen anderen Dummen suchen. Da muss eben der Kämpfer dran. Nur dann fröhliche Weihnachten. Ich bin nicht da. Ach, Sie sind's. Kommen Sie. Helfen Sie mir mal. Um 4 Uhr ist die Weihnachtsfeier im Kinderheim. Noch nichts ist verpackt. Wo ist denn die Frau Bebel? Deswegen muss ich Sie ja sprechen. Es geht um unseren Chor. Geben Sie mal das Klebezeug. Die Frau Bebel ist mit der Solopartie ver...
total überstrapaziert. Mozart würde sich im Grab umdrehen, ganz zu schweigen von der Blamage. Unser Chor hat schließlich einen Ruf zu verlieren. Sie müssen ein Machtwort sprechen, Herr Bebel. Herr Kämpfert. Und dann kann ich für den Rest meines Lebens meine Knöpfe selber annähen. Knöpfe. Hier geht es um das Ansehen der Gemeinde. Und wenn? Ich muss mit der Frau Bebel nicht nur an Weihnachten auskommen, sondern das ganze Kirchenjahr. Also teilen Sie unserem Herrn Chorleiter mit, dass wir Weihnachten haben. Und an Weihnachten ist nicht der Geburtstag von Wolfgang Amadeus, sondern von Jesus Christus. Und dem ist die Stimme von unserer Frau Bebel genauso lieb wie die von der kleinen Sandra. Woher wollen Sie das wissen? Sie sind doch total unmusikalisch. Da haben Sie recht, Herr Stutz. So, und jetzt gehen Sie zu Frau Bebel und entschuldigen sich in aller Form bei ihr. Aber vorher schaffen Sie mir noch die Sachen ins Auto. Entschuldigen Sie, Frau Bebel, wie komme ich dazu? Weil Frau Bebel wie jedes Jahr so auch in diesem Jahr die Mitternachtsmesse singt, oder ich exkommuniziere Sie, ist das klar? So, und jetzt nimmt sie weg. Ich werde deine Weihnachten zum Christbaumkugeln kotzen. Wie? Nichts. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Noch. Weihnachten ist das Fest der Liebe, Frau Bebel. Auch wenn es schwerfällt. Der Herr Kämpfer schickt mich. Oh, was für ein schöner Weihnachtsbaum. Und Plätzchen. Darf ich? Bitte. Mmh, Haselnussmakronen. Selbstgemacht? Nein, gekauft. Also? Es geht um den Chor. Hat sie der Herr Kämpfert vorgeschickt, weil er sich selber nicht traut? Jetzt regen Sie sich nicht gleich wieder auf, Frau Bebel. Der Herr Kämpfert ist da zugegebenerweise völlig unmusikalisch. Trotzdem will er uns und dem Chor und der ganzen Gemeinde zum Trotz, dass Sie, liebe Agnes, sich heute Nacht vor Gott und der Welt bis auf die Knochen blamieren. Ach, hören Sie doch auf. Nein, 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 im Ernst. Und deshalb möchte ich mich hiermit in aller Form bei Ihnen für meine unsensiblen, wenn auch gerechtfertigten Bemerkungen bei der Probe entschuldigen. Und Ihnen zum Zeichen meiner Zerknirschung dieses kleine Geschenk überreichen. Sparen Sie sich Ihr Süßholzraspelei. Ich singe überhaupt nie mehr. Weder heute Nacht, noch an Ostern, noch an Pfingsten. Aber Frau Bebel, was soll ich denn dann dem Herrn Kämpfer sagen? Und den Messdienst in der Sakristei nachher können Sie auch machen. Ich packe jetzt meine Geschenke aus und dann gehe ich ins Bett. Gute Nacht, Herr Stutz. Ja, aber... Fröhliche Weihnachten. Bitte? Wenn Sie durchaus nicht wollen. Ich habe jedenfalls alles versucht. Hier, Ihr Parfümfläschchen, das ich ja sowieso jedes Jahr umsonst von Ihrem Kosmetikvertreter bekommen, können Sie auch wieder mitnehmen. Ich habe noch eine ganze Schublade voll von all den Jahren. Dann eben nicht. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Wo ist die Frau Bebel? Sie hatte sich anders überlegt. Ja, wenn ich es Ihnen doch sage. Ich habe mich in aller Form entschuldigt, Herr Kämpfert. Okay, bitte mal alle sich ungefähr so hinstellen, wie verabredet. Na, was ist jetzt? Was heißt es? Also, was ist denn jetzt? Kommt die Frau Bebel? Nichts zu machen. Sandra? Du schaffst das schon, gell? Okay.
Entweder Sie kommen oder Weihnachten fällt dieses Jahr aus. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Haus und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da beim Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.